keine deutsche Marke, eine japanische Marke, eine Seiko. Zu Seiko habe ich ja schon mal ein Video gemacht, das mich mit Seiko eine Hassliebe verbindet. Tja, jetzt im Urlaub hat ganz offensichtlich die Liebe gesiegt. Ich habe eine neue Seiko und die stelle ich euch in diesem Video vor. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Die Seiko Samurai Ninja, nein, falsch, die Seiko Ninja Samurai, die ja, gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt entweder Ninja oder Samurai, aber es gibt keinen Ninja Samurai und keinen Samurai Ninja. Aber die geschwärzten Versionen bekannter Modelle, so wie diese hier, sind in der Vergangenheit immer als die Ninja-Versionen bezeichnet worden. Und hier handelt es sich bei dem Basismodell um eine Samurai. Also ist das dieser Logik folgend die Ninja-Samurai. Die eigentliche Bezeichnung ist SRPH 11K11. Und ich habe sie mir gekauft, rein von der Optik her, ohne wirklich zu wissen, auf was ich mich da einlasse. Und werde euch jetzt mit meinen limitierten Mitteln hier die Uhr einmal etwas genauer vorstellen, denn mir gefällt sie super gut und ich freue mich sehr darüber, dass ich diesen Spontankauf getätigt habe. Zunächst einmal eine Entschuldigung meinerseits für die schlechte Bildqualität. Ich habe hier nicht mein Lichtzelt, meine Scheinwerfer. Insofern ist der linke Teil immer etwas leicht überbelichtet. Das tut mir sehr leid, aber ich hoffe, ich kann trotzdem einen ausreichend guten Eindruck der Seiko rüberbringen. Ja, wie gesagt, es war ein Spontankauf. Wir sind die Promenade lang geschlendert. Eigentlich hatte ich eine andere Seiko im Kopf, aber diese Seiko hier hat mich direkt geflasht mit der zweifarbigen Lünette, mit den applizierten und mit metallumrandeten Indizes, der Samurai-typischen kantigen Gehäuseform, etwas heraussticht der polierte Edelstahlboden. Das hat auch noch eine andere Implikation, aber das zeige ich euch im Laufe des Videos noch etwas genauer. Typisch für die Samurai-Varianten sind die schwarzen Gehäuse und die orangenen Sekundenzeiger. Die Uhr hat einen Durchmesser von 43,8 mm, jeweils ohne Krone und Hörner gemessen, hat eine Bandanstoßbreite von 22 mm und eine Bauhöhe von 13,4 mm. Horn zu Horn ist die Länge 48,4 und damit trotz der Größe gut tragbar. Verbaut ist hier kein Saphirglas, sondern ein Hartlecksglas und die Lünette lässt sich mit 120 Klicks problemlos drehen. Verbaut ist ein Automatikwerk aus dem Hause Seiko, das 4R35 mit Sekundenstopp und Datum. Die Krone ist verschraubt, relativ groß und sehr griffig. Die Krone hat das gleiche Riffelmuster wie auch die Lünette. Im Trocknen lässt sich beides extrem gut bedienen. Im Wasser ist die Lünette etwas schwieriger zu bedienen. Die Zeigerstellung ist sehr gut, wirklich sehr präzise gesetzt, völlig ohne Probleme und ohne jede Beschwerde. Das Band ist ein Silikonband mit einer kleinen Textur, mit einem kleinen Muster auf der Innenseite, was es mir persönlich sehr angenehm macht, das Band zu tragen. Ich mag auch auf der Lünette die zweifarbigen Akzente, also einmal von 0 bis 15 Minuten ohne Ziffern. Was mir auffällt, ist, die Lünette steht leicht über und schützt so das Hartlecksglas. Aber die Lünette steht nicht nur am Glas etwas über, sondern auch am Rand zum Gehäuse, sodass nicht nur das Glas geschützt wird, sondern auch das Lünetteninlay selber, sodass hier ein insgesamt, denke ich, ganz guter Schutz vorhanden ist für das Inlay und das Glas. Wie gesagt, die Lünette selber ist mit nassen Händen nicht so gut zu bedienen. Ich habe das heute im Schwimmbad mal getestet.
Die Schließe ist, kann man das hier gar nicht so gut sehen, doch jetzt kommt es, ist Seiko signiert. Mir persönlich ist sie etwas zu groß und zu breit. Vielleicht werde ich die Schließe gegen eine andere ersetzen. Das muss ich noch mal schauen. Ja, ich zeige euch mal die Uhr an meinem 17 cm Handgelenk. Und man sollte gar nicht denken, dass diese Uhr knapp 44 mm hat. Ich finde, sie passt sehr gut an mein Handgelenk, trägt sich sehr angenehm und ist auch für die Größe erstaunlich leicht mit 122 Gramm. Das klingt zunächst mal nach relativ viel, aber ich finde, sie trägt sich super angenehm. Und wenn ihr jetzt hier auf die Ecke schaut, da könnt ihr von der Seite den polierten Boden sehen. Das hatte ich eben angesprochen. Ich weiß nicht, warum man das nicht auch schwarz gemacht hat, vielleicht um Spuren beim Öffnen zu verhindern. Und aus dem Winkel guckt man auch so oft nicht auf die Uhr. Es fällt halt auf. Die Zeigerumrandung des Stundenzeigers ist poliert. Die Indizes sind auch mit polierten Rahmen versehen. Aber die Minuterie sitzt nicht bei allen Indexen hundertprozentig auf den 5-Minuten-Indexen. Bei 2 Uhr und 4 Uhr passt es ganz gut. Bei 7 Uhr ist es ziemlich weit daneben. Bei 6 Uhr passt es. Das ist aber ein mehr oder weniger Seiko-typisches Problem. Ich habe es auch nur gesehen, weil ich explizit danach gesucht habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich stört das nicht sonderlich. Die Hörner sind durchbohrt. Das ist mir sehr angenehm. Da kann man auch bei einem eventuellen Bandwechsel trotz der Beschichtung nicht allzu viel verkratzen. Finde ich wirklich gut und das mag ich. Ich finde die Uhr wirklich richtig klasse, außergewöhnlich. Sie ist super angenehm am Arm. Ich habe leider nichts gefunden darüber, was für eine Beschichtung wir hier haben, ob es eine PVD oder eine DLC-Beschichtung ist, wie sie hält, ob das Gehäuse eventuell gehärtet ist. Alles das habe ich nicht gefunden. Aber als Taucheruhr mit Wasserdichtigkeit von 200 Metern sollte die Uhr einigermaßen robust sein und auch die Beschichtung eigentlich einiges aushalten. Die Samurai-Versionen gibt es ja schon eine ganze Zeit lang und ich habe auch über die Beschichtungen die Ninja-Versionen gibt es schon eine ganze Zeit lang und ich habe über die Beschichtungen bisher auch nicht wirklich sehr viel Negatives lesen können. Ich werde es einfach mal beobachten, denn ich glaube, dass die Uhr doch eine ganze Zeit lang bei mir bleibt. Ja, ihr kennt mich, es gibt bei mir immer einen Nightshot, der war hier eine echte Herausforderung. Ich versuche es mal, so gut es geht, euch zu zeigen. Ich kann es hier nicht hundertprozentig abdunkeln, ich habe auch keinen Rollladen hier. Aber ihr seht, die Uhr leuchtet richtig klasse, richtig hell. Und genauso leuchtet sie auch die ganze Nacht durch. Ich bin da total beeindruckt. Ja, die Ninja Samurai, Samurai Ninja, die unmögliche Seiko, weil man kann nicht Ninja und Samurai gleichzeitig sein, ich erwähnte das bereits, gefällt mir super gut. Eine Uhr, die sich wirklich bequem trägt. Die Limitierung auf 8000 Stück, ja, das ist jetzt nicht wirklich eine Limitierung und das ist mir auch relativ wurscht und relativ egal. Mir gefällt die Uhr, ich werde sie mit Freude tragen und vor allen Dingen wird sie mich auch immer wieder an den Urlaub erinnern. Schreibt mir doch mal kurz in die Kommentare, was ihr über die Ninja-Versionen denkt, was ihr von der Ninja Samurai haltet und ob ihr eventuell auch sogar meine Hassliebe zu Seiko teilt. Dazu habe ich ein separates Video gemacht, was ich euch hier verlinke. Aber bei dieser Seiko bin ich sicher, es ist mehr Liebe als Hass. Bleibt gesund, bis dahin, euer Axel.